Hallo ihr Lieben, es ist wieder mal soweit. Heute gibt es ein aufgebraucht Beauty-Müll-Video, Produkte für das Gesicht, also die ich aufgebraucht habe. Außer zwei Produkte, einmal Handcreme und einmal diesen Fußschaum. Ansonsten ist eigentlich alles fürs Gesicht. Das war diese Sommer-Edition mit Minze und Wassermelone. Fußschaum, kühlend, war sehr schön. War ich wirklich zufrieden mit, hat ganz angenehm gerochen. Die Füße haben sich so frisch angefühlt, werde ich mir im nächsten Jahr, wenn es das dann noch gibt, auf jeden Fall wieder kaufen. Ein Allrounder, kennt jede Frau. Ein bisschen ist noch drin, ganz kleines bisschen, wenn ich quetsche. Das ist die Hand- und Nagelcreme, Kamille Nummer 1, so ein Balsam mit Avocadoöl und Biokamille. Bin ich sehr zufrieden damit. Also gerade wir Frauen haben ja immer strapazierte Hände. Egal, ne, ob das Gartenarbeit, das Hausarbeit, alleine das Spülen, ne, und Putzen und überhaupt. Also die Hände brauchen immer schön viel Pflege. Ist ein ganz einfaches, unspektakuläres Produkt, aber wahnsinnig gut. So, dann haben wir hier den Caudalie. Der Deckel ist weg. Den Caudalie Reinigungsschaum. Denn mit Salbei und Traubenkernwasser. Meine lieben Zuschauerinnen, ihr wisst, ich bin Caudalie-Fan. Der wird auch wieder nachgekauft. Ist fürs Gesicht, Hals und Dekolleté wunderbar geeignet. Ist so ein fluffiger Schaum, der mit warmem Wasser, mit viel warmem Wasser, also nicht allzu warm, das Wasser sollte nicht allzu warm sein, abgewaschen wird. Und man kann auch zur Not ein Augen-Make-up damit entfernen, aber jetzt keinen wasserfesten. Also zur Not, wenn ihr auf der Reise seid. Also ich mag das immer ganz gerne, wenn man unterwegs ist. Nicht so viele Produkte, dass man so ein bisschen Two-in-One-Produkte hat. Das war auch die Motivation, mir diese Alverde Nachtcreme zu kaufen. Das ist eine Nachtcreme und eine Maske mit dieser Porzellanblume. Die ist jetzt, da ist jetzt ungefähr noch so viel drin. Ich bin froh, dass sie leer ist. Die werde ich mir nicht wieder kaufen. Die war okay, aber war jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, wow, die will ich jetzt wieder haben. Wir haben ja manchmal Produkte, die okay sind, die nehmen wir dann zu Ende und dann sagen wir, okay, nee, kaufen wir nicht nochmal. Also völlig natürlich dieses Kauf- und Anwendungsempfinden. Ihr wisst, ich bin ja nun auf L'Oreal so ein bisschen eingeschossen. Dieses Hydra Genius Aloe Water hat mich den ganzen Sommer über begleitet, auch an der Ostsee nach einem ausgiebigen Sonnenbad, obwohl ich jetzt nicht in der prallen Sonne lag, aber man kriegt ja trotzdem die Sonne ab, egal ob der jetzt im Strandkorb sitzt oder einen Sonnenhut aufhast. Also dieses Feuchtigkeitsserum, was allerdings ein bisschen parfümiert riecht, ist für meine Haut super geeignet. Haut, Hals und Dekolleté kann ich für L'Oreal-Fans, ihr kennt das wahrscheinlich, ich bin begeistert für 9,95 €. Das habe ich mir auch schon wieder gekauft. Im Gegensatz dazu sind hier zwei Produkte, die waren teuer, von Lancôme. Die hatte ich vergessen. Die hatte ich vergessen. Die standen im Badschrank. Und die sind jetzt schon über ein Jahr alt. Oder, naja, so anderthalb Jahre, als ich mit YouTube angefangen habe. Da hatte ich darüber auch mal ein Video gemacht, über dieses Energy DV von Lancôme. Das ist einmal so ein Augengel mit solchen kleinen Applikatoren drauf. Das sind solche kleinen Metallrollen, da kann man oder konnte man sehr schön das Augengel, ein kühlendes Augengel so einmassieren. Und ich fand es übrigens auch, als ich es benutzt habe, nicht so toll. Wahrscheinlich habe ich es deshalb auch beiseite gestellt. Und dann habe ich gesehen, oha, du Schreck, 6 Monate steht hier hinten drauf, so ein Töpfchen mit 6 ml. Also das ist sowas von drüber, das muss weg. Und genauso verhielt es sich, da ist ja noch ein bisschen was drin, dieses so ein Liquid, so ein Feuchtigkeitsbooster. Hat einen sehr schönen, angenehmen Geruch gehabt. Die Wirkung war auch ganz gut, aber irgendwie, ich habe es aufgehört zu benutzen und jetzt fliegt es weg. Ich habe es auch, schon wieder ein Flugzeug. Also diese beiden Produkte, tut mir ein bisschen leid, dass ich sie nicht mehr benutzen kann, aber es ist eben so mit unserem Beauty-Müll. Aber Lancôme, ehrlich gesagt, finde ich das besser. Und ich war damals total begeistert, als ich es mir gekauft habe. Und dann irgendwie ist das in Vergessenheit geraten. Naja, manchmal passieren eben so Dinge. Das Radie, wo ich wirklich, also ich bin sehr, sehr traurig, dass es dieses Wässerchen nicht mehr gibt. Radie, Rosenwasser aus Indien, gab es im
Reformhaus ist nicht mehr lieferbar. Ich habe in allen möglichen freier Reformhäusern nachgefragt, die hatten das nämlich und die haben mir gesagt, die haben in Indien Lieferschwierigkeiten. Sie wissen nicht, ob sie das überhaupt nochmal ins Programm mit reinnehmen können. Von Sephora, das ist ein Mizellenreinigungswasser, auch für die Augen gedacht mit Kokos, also Coconut Water. Das werde ich mir auch nicht wieder kaufen. Die Flaschengröße fand ich toll. Ich glaube, ich werde mir das Fläschchen aufheben für die Reise, um was anderes abzufüllen. Das war in Ordnung. Aber es war jetzt, ihr wisst ja, ich bin auch ein Sephora-Fan. Aber es gibt von jeder Marke tolle Produkte und dann gibt es auch manchmal Produkte, die nicht so toll sind. Und ich war hier nicht so begeistert von diesem. Von Anfang an nicht. Ich habe mich ein bisschen gequält, das aufzubrauchen. Und jetzt ist es alle. Also es kommt auch weg. Das heißt, das Teil wird aufgehoben. Machen wir weiter hier. Man kauft hier immer im Doppelpack, ne? Morgens Aronal, abends Elmex. Da ich mir öfter am Tag die Zähne putze, also nach dem Essen auch, ist die jetzt, die rote ist noch, ist noch ein bisschen was drin und die ist jetzt alle. Ich benutze immer so drei Zahnpasten im Wechsel, also Aronal, Elmex und die grüne Sensitive Professional von Elmex. Ja. So, die hier, die hatte ich euch ja nun schon. Jetzt ist mir eine runtergefallen. Die hatte ich euch ja schon vorgestellt. Das ist diese Hydra Bomb Vitamin C, diese Fresh Tuch Mix Maske. Sie klebt ein bisschen, aber die Wirkung war sehr gut. Ja? Dann hier von Schebens diese Augen-Lippenmasken, die hatte ich euch ja auch schon vorgestellt. Das sind ja diese vier Tütchen, die ich als Augencreme und Augenmaske und auch für den Mund, für die, also oberhalb des Mundes benutze. Dann hatte ich von Schebens außerdem, das war so ein Erdbeer-Fruchtsäure-Peeling, das werde ich, da ist noch ein Tütchen da, das werde ich nicht, das ist nichts für meine Haut, das kribbelte und spannte, das war für mich ein bisschen zu aggressiv. Ich habe jetzt leider nur noch das Unterteil hier, ist zwar Bewertung sehr gut von Stiftung Warentest, also sie riecht sehr angenehm, für mich ist das zu viel Reizung auf der Haut, also ich habe sie nicht besonders gut vertragen, außerdem. So, die habe ich jetzt benutzt, auch heute Morgen noch eine. Das von Schebens, das sind zwei Stück. Das ist diese Orientmaske mit Schwarz, das muss ich doch nochmal gucken, mit Schwarzkümmel ist das und Arganöl und Sesamöl. Die hat so eine gelblich-goldene Konsistenz und was ich sehr komisch finde, das ist also eine Feuchtigkeit, also spendet sehr viel Feuchtigkeit, wird gesagt, ja, steht hier drauf. Aber die wird innerhalb von 2 Minuten hart. Also die wurde so trocken auf dem Gesicht. Und nach dem Abwaschen mit warmem Wasser habe ich jetzt auch nicht so das Aha-Erlebnis gehabt, was man ja eigentlich ganz gerne haben möchte nach einer Maske. Womit ich auch nicht besonders zufrieden war, ist die Hydra Bomb. Das sind diese Augenmasken. Das ist für Augenringe und Tränensäcke. Also ich habe jetzt keine Tränensäcke, aber man hat ja öfter Augenringe, wenn man zu wenig schläft und sehr müde aussieht. Das ist mit Orangenextrakt und angeblich so ein Cooling-Effekt. Da habe ich überhaupt nichts gemerkt. Also da habe ich überhaupt nichts, also null. Allerdings, diese hier, die Hydra Bomb mit Kokosnusswasser, die sieht doch anders aus. Also das hier sind so Pads, ja, das seht ihr hier drauf. Und das ist eine richtige Maske. Der sieht ja aus wie Zorro, nur in weiß. Ich habe die extra aufgehoben, um sie euch zu zeigen. Die fand ich richtig gut. So, die legt man, also ich habe das Papier aufgehoben. Die ist immer auf so ein Papier drauf und jetzt klebt das hier. Oh je. So ein Teil ist das, ne? Ne, so rum. So rum. Und die Clip macht man sich dann. Also die fand ich sehr schön, 1,95. Die werde ich wieder kaufen. Die kann ich euch empfehlen, die mit Orange nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die bei Tränensäcken, wenn man jetzt wirklich Tränensäcke hat, dass das da hilft. Dass das da hilft. Ist das ein Deutsch? Entschuldigt bitte. Dann habe ich noch zwei Mascara. Einmal die Art Deco, so eine kleine, das war so eine kleine, so ein Probeexemplar. Die war sehr gut. Ein sehr schönes Bürstchen, war für mich klasse. Für meine nicht so langen Wimpern. Und natürlich meine Lieblingsmascara, die Le Volume von Chanel. Die ist auch leider alle. Gut, und
Das kennt ihr, meine lieben, lieben Zuschauerinnen, das kennt ihr. Bau Minerals Original Foundation, Powder Foundation, Farbe Golden Beige, die ist jetzt, die hat sehr lange gehalten, fast ein Jahr. Ich benutze allerdings auch, man braucht da wirklich relativ wenig Puder. Mir hat eine Zuschauerin geschrieben, ob sie das auch verwenden kann, weil sie ja trockene Haut. Sie hat das Gefühl, wenn sie das benutzt, dass sie dann, dass sich der Puder so in den Poren so absetzt. Das Ding ist, also erstmal die Haut schön pflegen vorher, bevor ihr sie auftragt, und dann wirklich nur minimal, man braucht ehrlich nur minimal von dieser Powder Foundation. Ihr müsst dann nicht jetzt so viel auftragen. Wie war das, ne? In den hier rein, also in den Deckel füllen und dann zwölen, den Pinsel drin abklopfen und dann mit Druck. Im Prinzip reicht ein-, zweimal da rein, tauchen den Pinsel und aufs Gesicht auftragen. Das reicht völlig aus. Also, und wenn ihr irgendwas abdecken wollt, so könnt ihr mit dem Concealer jetzt so Stellen, so rote Stellen oder irgendwelche anderen Verfärbungen. Also sehr sparsam mit dieser Foundation umgehen, da hält sie lange und dann setzt sich auch nichts in den Poren so ab. Im Gegenteil, das ist ja die eine Puderform, die auf der Haut eben so ein cremiges Gefühl hinterlässt und mit der Haut verschmilzt, dass man diesen schönen, ebenmäßigen No-Make-Up-Ton hat, was ich sehr schön finde. So, ihr Lieben, das war's. Das war jetzt mein Beauty-Müll aufgebraucht Video. Ich hoffe, euch geht es gut und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr könnt kostenlos für die Zuschauer, die hier neu auf meinem Kanal sind, ihr könnt kostenlos meinen Kanal abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao!